Der deutsche Auslandskorrespondent Peter Scholl-Latour ist tot. Scholl-Latour hatte während des Zweiten Weltkriegs auch bei Partisanen auf dem Balkan Widerstand gegen die Nazis geleistet. Als Autor, Print- und Fernsehkorrespondent prägte er später das Bild einer deutschen Generation zu Themen wie dem Vietnamkrieg und dem Nahen Osten entscheidend mit. Er starb am Samstag im Alter von 90 Jahren.